Hallo Leute und herzlich willkommen zurück auf The Jawcraft. Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge hier in der Redstone World. Wir sind gerade dabei, Techniken hier advanced zu bauen, gute Techniken, die, wenn alles richtig läuft, uns hier ein Signal von diesem Knopf zu der Treppe liefern soll, die dann ihres Amtes waltet und einmal sich nach oben begibt. Ja, die Treppe, die kann sich nach oben begeben, indem sie ihre Ausrichtung ändert. Das kann ja unsere Treppe, weil unsere Treppe eine besondere Treppe ist, die wir hier gebaut haben. So, wir haben nun es geschafft, hier einen kleinen Signalempfänger zu bauen. Das Signal wird hier durch die Blöcke durchgeleitet. Mhm. Warum? Achso, jetzt ist... Okay, das ist tatsächlich nervig, dass der Kolben dadurch nicht aktiviert wird. Das bedeutet, wir müssen hier Strom drauflegen. Okay, das geht. Alles klar. So, das klappt, weil da jetzt durch den Block das Stromsignal durchgeht. So, wir haben jetzt hier ein Stromsignal. Das bringt uns aber jetzt immer noch nichts, da ja das Signal trotzdem nach unten wandern muss. Was bedeutet, wir müssen noch eine Sache ändern. Und zwar, nachdem der gedrückt worden ist, wird der aktiviert. Ach, wie kompliziert wir es machen. Aber es ist die einzige Möglichkeit, hier klarzukommen. Beziehungsweise, ja gut, vielleicht gehen wir einfach mal davon aus, dass wir an dieser Stelle unter uns irgendwie eine andere Form der Beleuchtung haben, sodass wir hier Platz haben, um ein Stromkabel herzulegen. Stromkabel soll dann hier runter gehen, tut es, und dann bis hier in diesen Kondensator reingehen. Okay, das haben wir geschafft, also müssen wir eigentlich nur noch das Kabel hier am Rand entlang legen, dann ist das Problem schon gelöst. Also Kabel geht jetzt hier entlang, hier ist der große Schacht, in dem das Kabel dann ankommt und von hier aus macht sich das Kabel dann gescheit auf dem Weg nach oben. Alles klar, nicht mehr lang und da haben wir schon das obere Ende des Kabels erreicht. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, hier ist das Signal zu Ende. Dann machen wir hier eine Verneinung rein. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Das wird nicht reichen. Einen Verstärker brauchen wir noch auf der anderen Seite. Hier ist dann der große Kondensator und fertig geschafft. Das war ja nicht sonderlich schwer, aber es hat geklappt. Also, wir haben jetzt hier oben diese Eingangshalle. Und was wir jetzt machen können, ist, wir drücken auf den Knopf, wodurch sich nun die Treppe nach oben macht. Ja. Schwupp, die Treppe ist oben, wir können nun auf die Treppe gehen. Wir können natürlich jetzt hin und her gehen, wenn wir unbedingt wollen. Oder wir warten ein paar Sekunden, die Treppe geht ja von alleine dann wieder nach unten. Und die Treppe geht jetzt sogar ein bisschen schneller nach unten. Das können wir sogar noch mehr beschleunigen, indem wir einfach hier den Eingang in den Kondensator hier ändern. Mal gucken, die Treppe braucht nicht lange oben zu bleiben. Man muss ein paar Sekunden warten, wie so ein kleiner Fahrstuhl. Also die Rampe, die muss ja auch erstmal nach oben kommen können. So, Rampe auf und das dürfte nicht lange dauern. Jetzt gleich sollte sie nach unten gehen. Ja, ihr seht, relativ kurz bleibt die nur. Ich würde den Tacken länger machen und schon ist die Tacken länger gemacht. Ah, so, das sollte reichen. Damit haben wir es geschafft. Damit haben wir jetzt diese Zwischenebene, die wir hier haben. Und ja, das Ganze muss natürlich noch ein bisschen verschönert werden. Das mache ich allerdings später mal, also das Haupthausdesign und vom inneren Kern ausbauen, habe ich ja euch bereits schon gesagt, wird in einer zukünftigen Zeit erledigt werden, da wir als allererstes das Haupthaus komplett von der Form außerhalb fertig bauen. Trotzdem sind solche Spielereien schon natürlich mit inbegriffen und im Haupthaus schon von vornherein geplant. Aber da haben wir ihn nun, den offiziellen Eingang in meine Base hier oben. So, hier oben meine Base. Nun werden wir mal anfangen, die, beziehungsweise dieses Stockwerk dieser Base einzurichten. Dann werde ich auch relativ viel wieder alleine weiterbauen. Ich glaube, dass es ganz cool ist, wenn wir einen Fahrstuhl in die Base bauen. Ich gehe mal davon aus, dass ihr auch einen Fahrstuhl haben wollt. Ich bin aber gerade am Überlegen, ob wir nicht einen klassischen Fahrstuhl einbauen. Naja, wie jetzt genau wir vorgehen, weiß ich gerade auch nicht hundertprozentig. Also, wir werden hier einen relativ großen Eingangsraum haben. Das ist so mein kleiner Plan. Hier oben soll ein großer Eingangsraum kommen und rechts und links vom Eingangsraum aus sollen Türen gebaut werden, über die man dann auf die nächsten Ebenen kommt. Es wird ja auch ein Schwimmbad hier gebaut werden, aber erstmal relativ großer, loungemäßiger Eingangsraum. So, und ich möchte gerne den Raum gleich so bauen, dass wir hier die Konstruktion ändern. Das heißt 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 1, 2, nein, Moment, stopp. Genau, so ist es richtig. 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, gut.
Also hier wird ein Balkon entstehen und auf der anderen Seite auch, um die Symmetrie des gesamten Hauses zu wahren, werden hier zwei Balkone entstehen. Was ja irgendwie ziemlich cool ist, finde ich. 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2. 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3. Okay, das hat was mit der Konstruktion des Haupthauses zu tun. Da darf ich mich leider nicht vertun. Es ist sehr wichtig, dass wir immer alles korrekt bauen, was das angeht. Und jetzt machen wir erstmal den Balkon in einem Rotton, egal welcher. Oh, zack, zack. Nether Brick. Das Schöne ist, also das Beste ist, dass dass sie am Ende irgendwie auch passt und am Ende sich dieses Redstone-Symbol von oben ergibt. Und wir können theoretisch den Balkon ein bisschen weiter nach vorne bauen. Es würde sich nichts überlagern. Was ich damit meine, werde ich euch gleich zeigen. Stopp. Machen wir hier. Machen genau das Gleiche. Auf der anderen Seite auch. Ich baue ja jetzt erstmal alles aus Red Nether Bricks, weil das relativ dunkles Rot ist. Weil das ein relativ dunkles Rot ist. Wir werden aber später dann natürlich das hier aus einem anderen Material bauen müssen. Oder vielleicht zumindest helle Glasblöcke darüber zu setzen müssen, damit am Ende das Redstone von oben zu sehen ist. Wir müssen das hier in verschiedenen Tönen von Rot bauen. 50 Shades of Red sozusagen, wenn ihr es haben, wenn ihr es so benennen wollt. So, also das ist unser kleiner Seitenbalkon, den wir jetzt hier haben. Ich habe mich doch dazu entschieden, die symmetrisch zu bauen, dass das alles halt wirklich von vorne schöner auch aussieht. Ne? Das ist mir so wichtig, dass das von vorne immer noch ein Fest für die Sinne ist, dieses Haus. So, das ist unser Balkon. Der bekommt selbstverständlich auch nochmal, also das Einzige, was hier nicht so ein Fest für die Sinne ist, ist da, dass dieser Zipfel kleiner ist als der Zipfel auf der anderen Seite. Das regt mich total auf, ich weiß nicht warum, aber ich glaube, ich werde dieses Ding hier doch noch eine Etage höher bauen. Das muss zwar nicht, das ist zwar total dämlich, das hier eine Etage höher zu bauen, aber ich werde es einfach aus Prinzip machen, damit alles gleich aussieht, damit das Haupthaus wirklich gleich schön designt ist. Also das heißt, ich werde dem sozusagen auch von der anderen Seite das anpassen, hier. Das ist, dann kann man das so meinetwegen lassen. Hey, nice. Ja, das gefällt mir sogar sehr, sehr gut, und wenn ich mal ehrlich bin, das so zu lassen. Oh yeah. Also ihr seht schon, das ist leider meine Bürde, Dinge so aussehen zu lassen. Haben wir das bis komplett durchgehend? Ja. Das muss halt einfach passen, sonst bin ich einfach komplett mad, traurig, wenn das nicht passt. Es muss alles passen. Es muss alles optisch schmackhaft aussehen. Das Haupthaus ist ja ein Fest der Symmetrie. Das ist ja auch etwas, auf das ich die ganze Zeit Wert gebe, dass das Haupthaus so schön symmetrisch ist, damit es am Ende von oben halt nochmal so richtig, richtig cool aussieht. So, also wir sehen jetzt, hier ist nochmal eine ganze Etage dran gebaut. Also das muss ich natürlich dann auch hier rekonstruieren. Also, hier haben wir einmal so, so und so, so, so und so. Jetzt erklärt sich auch nochmal das Geheimnis, wie das hier gebaut ist, für die, die es nicht mitgekriegt haben. Man kann ja Treppen nutzen, um sie in spezielle Formen zu bringen. Und ich nutze hier diese Form, um eben dieses Muster hier ins Haus mit einzuarbeiten. Das ist ja von vornherein geplant gewesen. Das alles dreht sich natürlich da oben bei meiner Villa, die hier oben entsteht, um. Das ist genau andersherum, wie ihr vielleicht hier seht. Und im Inneren wird die Villa aus diesem Holzton, und ich habe davon mal einen Screenshot gemacht. Ich muss mal ganz kurz danach suchen. Das würde ich euch sehr gerne mal zeigen. So, Moment mal ganz kurz. Ich zeige euch mal kurz die Bildschirmaufnahmen. Wir hatten neulich eine Einsendung und da gab es auch so einen wunderschönen Baustil. Da wurde nämlich mit diesen Pillars und dem dunklen Baustil, also dunkles Holz und weiße Pillars, das hat mir sehr gut gefallen. Das fand ich sehr, sehr schön aus. Also so in diesem Stil, in diesem Holzbaustil würde ich gerne diese Villa am Ende bauen, die wir hier oben gerade am Bauen sind. So, und dann ist natürlich jetzt auch die Frage, wo geht es hier weiter? Hier wird wahrscheinlich ein kleiner Abstellraum werden. Und auf der anderen Seite wird das Treppenhaus gebaut, inklusive eines Fahrstuhls. So, wenn ich alles richtig geplant habe, wird der Fahrstuhl hier drin sein, in dem Schacht hier. Denn ich werde wahrscheinlich bei dem Haupthaus diese Säule, die genau in der Mitte ist, und auf der anderen Seite auch, werde ich dunkel machen. Dass diese beiden Säulen dunkel sind, einfach um nochmal einen besonderen Blickfang zu geben. Ich finde nämlich, dass persönlich gesagt, die Seite sehr schön aussieht vom Haupthaus. Sehr ansprechend. Das sieht wirklich sehr königlich aus, wie das hochgezogen ist. Die andere Seite ist mir sehr spitz. Also die Seiten, die sind natürlich immer sehr lustig zu betrachten, die beiden Außenseiten. Aber ich finde das hier so ein bisschen, da fehlt mir irgendwie noch
irgendein Hingucker fehlt mir da. Also wir können das gerne so lassen. Es sieht natürlich trotzdem spektakulär aus. Es sieht aus wie ein großer Turm, der natürlich in seine Ebenen unterteilt ist. Aber was meint ihr, Leute? Ich frage euch einfach mal. Was haltet ihr davon, wenn wir diese Türme dunkel machen? Ne? Wir können das ja einfach mal ausprobieren. Ich will das mal ausprobieren. Mit dunkel machen meine ich nicht dunkleres Glas nehmen, sondern einfach einen Akzent zu setzen, indem wir irgendein dunkles Säulenmaterial hier einziehen. Wir können ja auch Purpurpillar. Wir können ja mal Folgendes ausprobieren. Wir probieren etwas aus. Wir gehen jetzt hier hin und ich mache jetzt Folgendes. Ich mache mal daraus Purpurpillar. Drei, zwei, eins. Dann sähe das so aus. Es gefällt mir nicht, zum Beispiel jetzt. Obwohl, oder vielleicht doch. Es ist ja eine Säule. Natürlich müsste auch jetzt, natürlich, damit das geht, damit das Design klarkommt, jeglicher anderer Block auch ausgetauscht werden. Also Purpurblock nehmen wir mal. Also wir setzen uns einen Purpurblock hier hin. Und replacen stattdessen Smooth Quartz. Oh, jetzt ist der Sandstein natürlich noch ein bisschen komisch an der Stelle. Der Sandstein muss natürlich auch nochmal dann geändert werden. Ehrlich zu sein, bin ich aber noch nicht so ganz zufrieden damit. Irgendwie gefällt mir das noch nicht so, wie ich es mir vorgestellt hatte. Es ist etwas anderes. Jetzt möchte ich mal ganz kurz gucken, was ist, wenn wir tatsächlich ein dunkles Material nehmen. Das wäre dann, wir können natürlich Black Concrete nehmen. Das möchte ich mal kurz ausprobieren. Wir können jetzt mal eine Variante ausprobieren, in der ich Black Concrete nehme. Das ist das dunkelste Material, was es in Minecraft gibt. Und wir replacen Purple Pillar. So, und anschließend replacen wir Purpur Block. Dann sähe das so aus. Problematisch ist immer noch dieser weiße Rand. Also theoretisch wäre es natürlich noch cool, wenn man hier was anderes einsetzte. Und wir müssen natürlich dann vielleicht auch diese Sandsteine da drin ausmachen. Also irgendwie was anderes statt den Sandstein-Slabs. Wir können dann nochmal, was würde ich denn statt den Sandstein-Slabs hier bei dem dunklen Material hinsetzen? Irgendwas anderes müsste dann hier rein. Ich überlege gerade, ob man Quarz da rein ansetzt. Einfach um einen besonderen Kontrast zu erreichen. Interessant, dass mal Quarz in so vielen verschiedenen. Na, Quarzblöcke? Weiß nicht, ist denn Quarz so schön? Quarz sieht mir irgendwie zu unschön aus. Was wäre denn ein schönes Material, was zu schwarz gut aussieht? Ich bin jetzt gerade voll mit euch im Designprozess. Ich finde das mit Schwarz gar nicht mal so schlecht. Es gibt dem Ganzen einen sehr interessanten Eindruck. Aber was ist, wenn wir jetzt dann auch hier dieses Design brechen und diese Dinger nicht nutzen, stattdessen etwas anderes hier einsetzen? Das ist so meine Idee. Zum Beispiel könnte man Magma-Blöcke hier auch einsetzen und dann quasi so einen Blickfang erzeugen. Magma-Blöcke. Mann, ich traue mich ja sonst nie, Magma-Blöcke zu verwenden, aber Magma-Blöcke haben den ungemeinen Vorteil, dass sie leuchten. Ich probiere mal aus. Sandstone. Ich versuche jetzt Sand. Nee, ich hätte sie jetzt Smooth Sandstone Slab. Werde ich ersetzen mit. Nein, andersherum. Ich werde Magma-Blöcke dort reinsetzen und ersetze Smooth Sandstone Stairs. Dann sieht das alles so aus. Und wenn man möchte, könnte man jetzt noch dieses Konstrukt hier enden lassen. Nur aus Interesse. Mal gucken. Wenn das mir nicht gefällt, werde ich mir jetzt gleich die Mühe machen müssen, alles wieder rückgängig zu machen. Aber das Haupthaus soll jetzt ja auch von der Seite aus ein bisschen schmackhaft gemacht werden. Es hat was, Leute. Das muss ich euch sagen. Es hat tatsächlich was. Ich finde, dass die Magma-Blöcke sehen sehr cool aus mit den anderen zusammen. Ich finde, dass das irgendwie richtig cool aussieht. Und gibt dem ganzen Gebäude nochmal einen ungemeinen Kontrast. Das wird natürlich dann exakt auf die andere Seite übernommen. Das
dass wir genau die gleichen Änderungen auf der anderen Seite machen. Natürlich bis zur obersten Spitze, wohlgemerkt. Ab oben ist eh alles anders. Es geht jetzt nur darum, um ein bisschen Kontur in den Turm zu bekommen. Wisst ihr, ich finde immer diese langweiligen Bauwerke, die können zwar toll aussehen. Ich hatte euch ja diesen Tower vorgestellt in der Einsendung. Ihr werdet euch bestimmt daran erinnern. Das war ja meiner Meinung nach eines der besten Einsendungen. Der Wasserpark ist auch eine tolle Einsendung. Ihr erinnert euch ja auch hoffentlich an den Wasserpark, den ich auch damals als beste Einsendung bezeichnet habe. Ob er den Wasserpark übertrifft, kann ich euch gar nicht so genau sagen. Aber auf jeden Fall, der Tower gehört zu einer der Top-Einsendungen, die ich jemals gesehen habe. Und der hat natürlich ein komplett stringentes Design. Das Problem ist, das Design ist sehr minimalistisch gehalten, während das Design von diesem Turm alles andere als minimalistisch sein soll. Dieser Turm soll protzig sein. Der soll zeigen, hier steht etwas. Und daher natürlich diese schwarze Kante, die nach oben geht. Man könnte sogar jetzt noch gemeiner sein, das Design komplett brechen, indem man sagt, wir machen das genau andersherum. Das heißt, wir setzen diese schwarzen Balken ein weiter nach unten. Quasi so. Nee, das finde ich aber zu trotzig. Das finde ich, geht gar nicht. Das ist dann irgendwie nicht gewollt und nicht gekonnt. Was meint ihr, Leute? Oder wir lassen es so und wir bauen vielleicht noch eine Säule hier mit ein, eine Quarzsäule. Was ist, wenn ich jetzt hier eine Quarzsäule einbaue? Also wenn ich quasi von hier oben bis da unten eine Quarzsäule setze. Hat auf jeden Fall was. Sieht sehr futuristisch aus. Ich weiß aber noch nicht, ich kann mich noch nicht so ganz damit anfreunden. Ich finde die Idee prinzipiell nicht schlecht, dass dieser Turmteil irgendwie anders aussieht. Was ist, wenn ich den aus Red Nether Bricks baue? Was ist, wenn ich diesen gesamten Turm statt schwarzen Blöcken, ich möchte noch eine letzte Sache ausprobieren, danach bin ich fertig. Aber was ist, wenn ich jetzt statt, wenn ich jetzt Red Nether Brick den aus Red Nether Bricks baue. Und dann eventuell die Treppen, die drumherum gehen, auch aus Red Nether Bricks bauen. Das wäre ja auch machbar, dass wir die Treppen, die jetzt sozusagen drumherum gehen, auch aus Red Nether Bricks bauen. Das sähe auf jeden Fall interessant aus. Um ehrlich zu sein, sieht das sehr interessant aus. Ja, das finde ich eine gute Idee. Ich weiß gar nicht, ob ich die Treppen, die ich glaube, das wäre tatsächlich doch eine Überlegung wert, es zu machen. Also, dass ich jetzt mir die Red Nether Brick Treppen besorge und die dann nutze. Warum Red Nether Bricks? Weil ja eh der Turm so oder so in seiner kompletten Kontur aus Red Nether Bricks gebaut ist. Und ich würde jetzt einfach das hier auf jede Etage einsetzen. Das ist jetzt ja kein großes Dilemma. Absolut machbar, ne? Und das ist dann sozusagen die Kante des Turmes. Ja gut, wir müssen aufpassen. Na. Ja. Finde ich deshalb auch cool, weil man so einen Übergang hat. Weil hier so zwei kleine weiße Blöcke entstehen. Oh ja, das gefällt mir sehr gut. Das ist tatsächlich das Design, was ich gerne hätte. Das sieht so wunderbar aus. Mhm. Ja. Damit kann ich mich anfreunden. Hoffentlich ihr auch, liebe Leute. Wenn es fertig gebaut ist, zeige ich euch das mal, wie dann der Turm aussieht mit dieser Geänderung. Das ist auf jeden Fall anders. Ist mal was Neues. Und genau das ist wichtig in Ransom World. Einen futuristischen neuen Baustil. Dieses Haupthaus soll ja alles in den Schatten stellen. Also soll mal wirklich was Neues sein, was Originelles sein. Ist es das oder ist es Müll? Das müsst ihr nun entscheiden. Liebe Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut, bis bald und ciao, Leute.